Ja, wenn wir gleich gemeinsam in den Channel-Modus gehen, denn Channeln ist auch ein Energiezustand in unserem System, was jeder für sich herstellen kann, diesen Zustand, dann öffnet gerne euren Herzraum als Bild. Das ist auch als Bild möglich, dass ihr euch vorstellt, eine goldene, lichtvolle Energiekugel baut sich um euren Körper herum auf und euer Körper setzt sich in diesen Raum hinein. Und ihr seid in diesem Herzraum gehalten und geführt, könnt euch ein Portal vorstellen in diesem Lichtraum. Dieses Portal verbindet euch mit der geistigen Welt. Und hier fließen Informationen. Channeln bedeutet, Energien strömen aus der geistigen Welt in unser System hier im materiellen Raum. Und wir transportieren Informationen auf verschiedenste Arten und Weisen. Vielleicht kennt ihr das auch mit Musik oder mit Kunst. Geistesblitze, die kommen. Geistesblitze sind gechanneltes Wissen aus der geistigen Welt. Deswegen Geistesblitze, ja, aus der geistigen Welt. Blitze, die durchkommen für einen Moment, da wir offen sind und uns diese Geistesblitze erreichen können. Das heißt, channeln tun wir im Alltag alle. Es ist eine Übung, sich da zu verbinden, sich da zu öffnen. Und wenn ich jetzt gleich in diesen Zustand gehe, öffnet euch in eurem System ebenso in eurem Herzraum, sodass euch auch die Energien, die Informationen aus der geistigen Welt erreichen. Denn ihr hört mich zwar im Außen, die Worte, und diese Berührtheit, was schon in diesem Raum hier ist, geschieht ja im Inneren, wenn wir uns innerlich öffnen. Und so kann die geistige Welt direkt in das eigene System einströmen. Ja, von daher, ich würde sagen, wir gehen ins Channeln. Wir grüßen euch aus der Weite der Räume des Alleinseins, fließen hier ein zu euch, strömen mit unseren Energien, füllen diesen Bewusstseinsraum für euch. So wessen seid ihr euch bewusst? Was spürt ihr im Inneren? Jeder Einzelne in sich schwingt in seiner Essenz. Jeder Einzelne von euch trägt eine bestimmte Frequenz als Essenz mit in diesen Raum. So dürft ihr wissen, ihr seid Individuen. Definierte Räume, die Informationen tragen. Wessen seid ihr euch bewusst? Seid ihr euch bewusst, wessen Energie ihr transportiert, was eure Essenz ist in euch? Die Essenz in jedem Einzelnen möchte sich ausdehnen. Dies ist die Basis, eure Heimat in dieser jetzigen Inkarnation. So taucht ein in diesen Moment, in diese Stille, dehnt euch aus, öffnet euch euch selbst gegenüber im Gespür. Spürt hinein, welche Essenz offenbart sich euch. Manchmal laden wir euch ein. Wir sprechen davon, dass ihr selbst in Begegnung mit euch gehen dürft. So wann seid ihr nicht in Begegnung mit euch selbst? In Momenten,
Wenn euch eure eigene Essenz nicht bewusst ist, ihr nicht im Kontakt seid mit dieser Grundenergie in euch, euer Raum ist gefüllt mit dieser Seelenenergie, dieser Inkarnation. Jede Inkarnation von euch hat eine bestimmte Frequenz, eine Essenz. Diese Essenz möchte in die Materie gebracht werden, einströmen in diesen Raum. Seid ihr entfernt von euch? Habt ihr euch entfernt von eurer Essenz? Ihr spürt euch selbst nicht, seid nicht in Begegnung mit eurem Raum. Hier könnt ihr erkennen, welche Fähigkeiten ihr als Menschwesen habt. Ihr habt die Fähigkeit, euch von euch selbst abzutrennen, hinter den Vorhang des Vergessens zu fallen. Schaut hier in diesem Bewusstseinsraum, habt ihr den Fokus gesetzt auf Manifestation. Die Kraft der Manifestation im Sinne eurer Seele fließt über eure Essenz. Die Essenz ist das Tor, sodass Energien hindurchgespült werden, sich in der Materie zeigen, in eurem Leben, im Sinne eurer Seele. Je weiter ihr von eurer eigenen Essenz entfernt seid, desto mehr verliert ihr an Kraft. Kraft der lichtvollen Manifestation. Manifestieren tut ihr in jedem Jetzt. Aus welchem Bereich ihr manifestiert, liegt daran, wo ihr euren Fokus setzt. Ob ihr eingetaucht seid in eure Essenz oder nicht. Wir möchten jedem Einzelnen hier in diesem Raum das Geistwesen oder Lichtwesen senden, das die individuelle Essenz von euch in sich trägt. Dieses Wesen geht in Berührung mit euch, mit jedem Einzelnen und schenkt euch die Erinnerung an euren Kern, an eure Essenz, die hier in dieser Inkarnation ins Leben getragen werden möchte.
Eure Essenz ist eure machtvolle Herzenskraft. Erinnert euch in eurem Alltagsbewusstsein immer wieder daran, geht in Begegnung mit euch selbst. Taucht ein, öffnet, gebt euch diesem Strom von euch selbst hin. Wir sind mit euch. So sei es. Amen. Mir fällt es wirklich schwer, danach zu reden. Ich könnte jetzt eine Stunde auch schweigend hier mit euch sitzen. Das ist immer ein Sprung wieder. Ein Sprung in die Materie. Ja, es ist wirklich auch für mich, nehme ich das so wahr, dass es immer danach ein Zustand ist, wo eigentlich alles gesagt ist und jedes Wort ein bisschen überflüssig wirkt und doch lassen sie uns manchmal noch ein bisschen Verstand ein bisschen mehr mitnehmen oder die Energie weiter transportieren. Und ich finde, es ist gerade so schön spürbar, eigentlich seit Beginn der heutigen Session, was für eine Qualität in diesem Raum ist und ist dann nochmal in einer anderen Tiefe während diesem Zustand und das finde ich so schön, das möchte ich nochmal aufgreifen, dass du gesagt hast, wir alle channeln, sogar im Alltag und wir alle können in diesen Zustand hineingehen, in diese goldene Kugel und setzen und das Herz ist auch ein wichtiger Teil in diesem Programm und ich möchte kurz einen Zusammenhang herstellen, weil das Herztor, das Herzportal in der Mitte vom Körper existiert. Nicht das physische, sondern das energetische Herz, wo das man sich vorstellen kann, wir auch uns schon vorgestellt haben, die letzte Session auch den Fokus darauf gelegt hatte, auf dieses Licht, auf diese Kugel. Und gleichzeitig kann diese Kugel auch um den Körper, kann man sich denn um den physischen Körper vorstellen und so diesen Effekt wie verstärken auch, könnte man sagen. Weil schlussendlich ist es dieser Raum in Raum Erfahrung, dass wir in unser Universum eintauchen können, aber eigentlich auf einer Ebene sind wir ja schon drin. Es ist nur ein Verschieben des Wahrnehmungsfeldes, wie ich es nenne. Christiane sagt, dein Bewusstseinsfokus setzen und dort, wo du deinen Bewusstseinsfokus setzt, dort erlebst du die entsprechende Realität. Ich habe hier, Jan, ich habe hier diese, kennt ihr diese Matruschka-Puppen? Die steht hier gerade neben mir. Ich finde das so genial, weil dieses Bild so stimmt, ja? Also diese Räume ineinander, ne? So, und wir sind hier drin. Also ich meine, das ist die materielle Ebene. Und die geistige Ebene ist ja um uns und durchdringt auch. Und darum ist die Seelenebene, unsere Seele, also unsere Seele hält uns, unsere Inkarnation da drin, ja? Und dieses Bild an sich finde ich schon so
berührend, weil wir so gehalten sind. Also das ist unsere Seele und wir sind da drin, ja, als kleines Püppchen oder als männliches Püppchen und sind da drin versorgt und gehalten. Und was wir machen in der Abtrennung ist, dass wir glauben immer, wir sind nur das. Wir nehmen nur das wahr. Wir nehmen das andere gar nicht wahr. Ja, unsere Wahrnehmung ist ja blockiert. Und das ist die Illusion. Die Illusion ist, dass wir das wahrnehmen und eigentlich ist es aber energetisch, aber so. Und noch weiter. Also die Puppen können wir jetzt ganz weitermachen, ne? Aber ich finde das Bild so schön, das ist so beruhigend. Dieses Raum in Raum in Raum. Ja. Ich hatte sie hier zufällig stehen, deswegen habe ich gedacht, jetzt nehme ich sie doch mal. Ja, ich finde dieses Bild auch richtig schön, schön für den Verstand, dass er mitkommt. Und das ist die Multidimensionalität, die wir erfahrbar machen können als Menschen und uns immer mehr erlauben, da auch Erfahrungen zu machen. Und mich hat es sehr berührt, ich habe das noch nie erlebt und doch habe ich jetzt schon einige Channelings von dir gehört und erlebt, dass auch, also es war wirklich wie eine Meditation, dann auch mit der Musik und immer wieder Räume dazwischen gelassen, ohne Worte. Und dann wieder, und dann sogar die Einladung von den Geistwesen, Lichtwesen, die passen quasi, die individuell sind zu eurer Essenz. Und am Anfang musste ich so schmunzeln, als ich mich entschieden hatte, mich selbstständig zu machen, war es auch ein Moment, wo man durch irgendwas durchbricht, durch irgendeine Angst durchbricht und die Entscheidung ist gefällt, das Energiefeld fängt sich an zu ändern. Und im gleichen Moment öffnet man sich auch für die Informationen, die für diesen neuen Weg relevant sind. Und dann habe ich mich zurückgezogen in den Wald und ich wusste noch nicht genau überhaupt welches Thema, aber irgendwann wurde klar, Manifestation, Authentizität, diese zwei Begriffe waren es, die für mich Kraft hatten. Und dann habe ich mich, ich weiß noch, im Wald meditieren gesessen. Da habe ich gedacht, so viele reden über Manifestation, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Und dann kam aber diese Phrase, Manifestation im Einklang mit der Frequenz deiner Essenz. Und jetzt wurde das so aufgegriffen in den ersten zwei Minuten. Ey, das ist ja jetzt der Clou, weil ganz ehrlich, das, was Salvador gerade gesagt hat, das ist für mich neu. Das hat er so noch nicht gesagt gehabt. Also deswegen, das erstaunt mich jetzt. Das ist ja, da hat er das schön auf dich abgestimmt. Ja, für uns alle anscheinend. Ja, für diesen Raum. Ja.